Yo, what's up, was geht? Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wieder eine Runde und ein neues Video mit Pokémon Strahlender Diamant. Schön, dass du wieder am Start bist und ich freue mich, dass du wieder auf das Video geklickt hast, denn jetzt kommt täglich eine Folge von Pokémon Strahlender Diamant. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nötig, denn wir sind so ganz knapp auf dem Weg zur Pokémon-Liga, zur Top 4, eventuell auch zur Top 5. Ich weiß es noch nicht ganz genau, was da auf uns zukommt, aber dieser Weg, der wird noch sehr feucht, steinig und sehr schwer. Im Moment surfen wir ja mit Pelipper hier durch das ganze komplette Meer, aber da treffen wir immer wieder auf Gegner, die uns den Weg und die Steine in den Weg packen. Aber dafür nehmen wir die Steine und hauen denen die Leute einfach wieder vom Kopf oder gesagt den Pokémons mit Georock, mit der Steinkante. Das haben wir ja letzte Folge auch gemacht. Der kleine Mann hier, der will auch nochmal kämpfen. Lass ihn nochmal kämpfen. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch auf Reisen. Aha. Und dann versteckt man sich ganz hinten in der Ecke bei den Felsen? Naja, gut. Habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Oh, Tentoxer. Aber auch easy peasy. Direkt gleich K.O. mit einem Blitz. Haben wir Funkensprung, genau. Funkensprung. Da denkt man sich so, Funkensprung. Gut, ist eigentlich eine richtige Mauattacke. Aber die hat ordentlich drauf. Auch gegen so ein dickes Tentoxer. Direkt on hit. Direkt weg mit dem Schmutz. Na, du behältst die Oberhand. Oh ja, na gut. Sein Fehler, wenn er nur ein Pokémon dabei hat. So, ich habe gesehen, da ist ein Pokéball, aber da komme ich jetzt nicht ganz hin. Guck mal gerade im Beutel, ob wir vielleicht irgendwo, sagt mir das, ein Spray haben. Dass die Pokémon uns nicht auf den Sack gehen. Ah, hier ist Schutz. Super Schutz. Weil da habe ich jetzt echt keine Lust. Ich will mal versuchen, einen Pokéball dran zu kommen. Aber. Aha. Hier glaube ich, oder? Nee, noch nicht. Wir müssen nach unten rum. Ah, hier müssen wir lang. Oh, hoffentlich ist das jetzt eine TM. Nein, dich doch nicht. Der Pokéball, der ist viel wichtiger. TM 18, Regentanz. Jawoll. Sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt dahin. Direkt mit der Surfer. Mal gucken, wie lange der Superschutz jetzt noch anhält. Ich glaube, für 50 Schritte war das jetzt, habe ich gelesen. Oder für 100. Na egal, aber der Schutz, der hält ja nochmal super. So, da ist noch jemand, der gerne kämpfen möchte. Oder auch nicht. Ich habe da einen Trainer im Wasser gefunden. Du meinst wohl auf dem Wasser. Ich schwimme ja auch. Wie die Fass. Immer die gleichen Wasser-Pokémons. Immer und immer wieder. Die haben sich alle abgesprochen. Aber da wir den guten alten Funkensprung dabei haben, ist das doch hier easy peasy. Und jetzt als zweites Pokémon hat sie bestimmt ein Pelipper. Die Weiterentwicklung davon. Oh, Bolting. Ah, mal ein anderes Pokémon. Wow. Wow. Die Renate-Granate. Aber sind halt auch alles Wasser-Pokémons. Deswegen können wir die so weghauen. Gut, der Volltreffer wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber wenn das Loopster gelobt werden will, na bitteschön. Granate, Granate. Mein Schlaf ist gedeckt. Aha. So, da habe ich hier nochmal in der Ecke einen Schwimmer gesehen. Ich habe mich entschieden, wenn ich dich bezwingen kann, gehe ich zur Pokémon-Liga. Oh, ah, da hast du noch einen ganz weiten Weg, Junge. Das wird heute nicht passieren, Wilfried. Der Wilfried. Barmelin. Okay, Barmelin ist, glaube ich, auch Wasserbohnen, meine ich. Aber ist ja mehr Wasser auch.
Ich hoffe, wenn wir jetzt gleich aus diesem Wasser raus sind oder aus dem See, Meer, was auch immer, dass wir gleich auch mal so eine Insel haben und Pokémon Center da ist, weil ich muss mal wieder ein bisschen aufleveln hier. Also die Attacken ein bisschen aufleveln wieder. Weil davon habe ich wirklich auch sehr wenig von Punktsprung. Und Toxa, da ist das dicke Ding wieder. Da ist er wieder. Oh, 41. Da bin ich auch echt gespannt drauf, wie ich letzte Folge ja schon gesagt habe, was für Levels die Top 4 am Start hat. Bestimmt Level 50, 55. Und wahrscheinlich ist Cynthia jetzt auch wieder dabei. Die haben wir ja auch im Laufe des ganzen Spiels. Einen Moment. Gluck, gluck. Genau. Untergegangen ist er, der Wilfried. Im Laufe des ganzen Spiels haben wir ja Cynthia immer mal wieder getroffen. Und ich denke mal, das ist auch eine der Top 4 und wahrscheinlich dann auch die letzte. Guten Tag, der Herr. Ich kam her, um meine Pokémon-Liga, um die Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen. Oh ja, der hat aber große Augen. Der Matrose. Ah, da ist er. Da ist er. Der Belieber. Dort. Nach Form, ey. Ich will doch nur einmal kurz kämpfen. Einmal Punktsprung. Tut auch nicht weh. Ein kleiner Pieks. Und dann liegst du. Jawohl. Das sagen sie bei den Ärzten auch immer so. Ach, das tut doch nicht weh. Dieser kleine Pieks da. Zack, rein. Dann ist es erledigt. Die meisten Kinder, die flennen da richtig rum. Aber gut. Ich glaube, so war ich auch. Weil ich habe eh Angst vor oder... Jetzt nicht mehr, aber als Kind hatte ich so extrem Angst vor Nadeln. Ja, egal. Wie, was, wirkungslos? Was ist da denn los? Na ja, komm, Knirscher rein. Auch selbst beim Zahnarzt, die Spritzen. Aber da muss ich sagen, diese Spritzen, gebt euch auf jeden Fall eine Spritze, wenn ihr die Schmerzen nicht aushalten könnt. Dann lieber diese Spritze, als wie wirklich diese Schmerzen am Zahn auszuhalten und so. Also das, die Spritze würde ich immer wieder nehmen. Scheiß drauf, dann hast du mal eben kurz, oh Maschok, dann hast du mal kurz Schmerzen so. Ja, ist noch niemand Schmerz, aber besser so mal eben einen kurzen, als wie die ganze Zeit immer so einen Schmerz zu haben. So, Erdbeben. Boah, weiß ich nicht, ob das effektiv ist, aber ich glaube, ich packe Chelterama nach vorne. Obwohl, Maschok kann doch auch, glaube ich, gegen Erdbeben oder so, ne? Ah, das war ein bisschen blöd jetzt gepokert. Aber wir schauen mal. Ja, gut. Rasierblatt, Gigasauger. Wir hauen in die Gigasauger rein. Jawoll. Hat sich ja doch nochmal gut gelohnt hier. War nicht sehr effektiv. Aber das wird auch nochmal so eine kritische Sache in der Top 4. Ich bin schockiert. Nein, wirklich. Ich bin wirklich schockiert. Naja, gut, dass er nicht untergehen kann, weil er ja auf so einer kleinen Insel ist, so wie der eine Typ. Aber ich sehe, da ist auch wieder Pokéball, den schnappen wir uns. Eine Perle. Die Perle. Für den kurzen Weg wieder auf Bidifass hier rumreiten, weißt du? So, da sind wir doch schon wieder. Da möchte wieder eine Dame kämpfen. Na super. Wenn mein Herz erobern will, muss auch im offenen Meer eine gute Figur abgeben. Ohoho. Oh, Ansprüche, die Dame. Ansprüche. Gilda. Noch nie gehört der Name. Enteron. Komm mal hier. Blub, blub. Wolke 7? Okay. Natürlich schwebe ich auch auf Wolke 7. Aber krass, dieser Sternenhimmel-Hintergrund, der sieht ja echt heftig aus. Habe ich ja jetzt erst gerade so mitgekriegt. Da
Das sieht heftig aus. Es ist cool gemacht. Das ist sehr cool gemacht. ...53, sehr schön. Kraftkoloss. Boah, müssen wir mal gucken. Oh, Kamm. 120 und Genauigkeit 100. Oh, nehmen wir auf jeden Fall. Starke Attacken, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt. Oh. Ach so, auch vom Angriff. Ach so, von des Anwenders. Hm, okay. Na gut, aber trotzdem ist das ja trotzdem eine geile Attacke. Ja, eigentlich können die Walzer hier auch direkt wegpacken. Knirscher ist halt auch gut. Dann haben wir noch eine Wasserattacke. Ja gut, Bidifass hat nur eine Wasserattacke. Das ist halt ein bisschen scheiße so. Aber komm, wir packen den Walzer weg. Wir haben ja Georock immer dabei. Er kann ja auch ein paar Gesteinsattacken. Kraftkoloss als Kampfattacke ist auch mal immer gut. Die Ebbe setzt ein. Okay. Naja, noch ist ja ein bisschen Wasser da, ne? Guten Tag. Ich habe bei einem Schwimmwettkampf den ersten Platz belegt. Als nächstes peinigte deshalb einen Sieg bei der Superwettbewerbsshow an. Wow, sehr schön. Ja, dann viel Erfolg. Paola. Paola. Aber ich habe Seepferdchen und meine Silber nur. Wollte früher mal in der Schule wollte ich Gold machen. Aber ich glaube, Gold konnte man in der Schule nicht machen. Also bei mir auf der Schule auf jeden Fall. Da musste man sich extra noch mal im Schwimmverein anmelden, um dann diesen Goldstatus zu kriegen, zu haben. Ich weiß nicht, da musstest du, glaube ich, lass mich nicht lügen, 150 Meter tauchen oder 100 Meter. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber das wollte ich halt früher mal machen, hab's aber dann trotzdem irgendwie gar nicht in Betracht gezogen, Gold nochmal zu machen, weil ich halt Silber hatte und Silber hat mir vollkommen gereicht. Ich kann schwimmen, also was will man mehr so, ne? Ihr könnt gerne mal unter in die Kommentare schreiben, was für Schwimmerzeichen ihr habt, ob ihr Gold habt, ob ihr Silber habt oder vielleicht auch nur das Seepferdchen, weil man eigentlich braucht man es ja nicht wirklich. Wenn man sieht, man kann schwimmen, super, perfekt. Mehr braucht man eigentlich nicht. Also meine Meinung so dazu. Ich wurde verdrängt. Oh, nicht von mir. Nicht von mir. Das haben wir jetzt alle nicht gesehen. Okay, da haben wir nichts mehr. Guten Tag. Ich weiß, dass ich surfen kann, aber ich schwimme lieber. Das erscheint komisch, das ist mir schon klar. Boah, dann kannst du dich ja mit der Schwimmmeisterin da unten zusammentun. Beide können sie an dem Wettbewerb dann teilnehmen. Boah, letzte Pokémon, wahrscheinlich letzte Wasser-Pokémon und meine letzte Funkensprung-Attacke, wahrscheinlich. Wie ich es gerade so mitgekriegt habe. Boah, ey, letzte. Was? Diese ganzen Sprüche da unten, die hätten man sich auch klemmen können. Als Kampfattacke, zack, One-Hit, Volltreffer, was auch immer, Pokémon tot, Ende. Naja, egal. Der Ingolf. Lotsch! Da ist er runtergegangen mit seinem Gyarados. So, ich glaube, das war's. Oh, da müssen wir Kaskade einsetzen jetzt. Jawohl. Kaskade, Junge. Bring uns hoch. Das finde ich halt auch geil, ne? Jawohl. Du machst deine Arena-Kämpfe. Hast dann deine VM-Attacken, Stärke, Zertrümmerer, Zerschneider, Surfer, Fliegen. Hast du nicht gesehen. Und musst dann extra den Weg, den du hast, zur Top 4
nochmal alle VM-Attacke einsetzen, als Bestätigung, dass du wirklich alle Arena-Kämpfe durchgenommen hast. Also das finde ich echt cool. Auch, ich glaube, das ist bei jedem Pokémon-Spiel so. Jawohl. So, ich hoffe, das war der vorletzte Besuch in einem Pokémon-Center, bevor wir wirklich in die Top 4 mit eintreten. Ich bin einmal gescheitert. Aber das hat mich nur stärker gemacht. Das macht es auch. Das ist also die Siegerstraße, wa? Oh, dann mal sehen, ob wir hier tatsächlich Siege erwarten. Ja, mal gucken. Kannst ja mal ein Stückchen weitergehen. Kannst mehr hinterhergehen. Jetzt brauchen wir Schutz-Item auch erstmal, glaube ich, nicht. Denn wir sind gleich auf dem Weg zur Top 4. Erstmal Siegestraße. Oha, das wird jetzt auch nochmal was hier. Ich glaube, hier kommen auch nochmal die ein oder anderen Pokémons. Wie die fast halt OP, ne? Kann fast jede Attacke einfach. Ich kann die Zukunft sehen. Oh, Psycho. Psycho-Pokémon. Und er ist auch ein Psycho. Apollo, oh nein. Boah, keine Ahnung, was da jetzt wirklich effektiv drauf ist. Oh, Knirscher, guck mal. Sehr schön. Also wenn einer von den Top 4 so Geist-Pokémons, Psycho-Pokémons hat, Luxra, wir haben dich auch am Start. Das ist wirklich sehr gut. Wir haben wirklich fast jede Attacke. Das hat auch so geil an Pokémon, dass ein reines Elektro-Pokémon auch andere attacken kann. Also klar, es gibt ja immer zwei Typen, aber dass man dann drei oder vier verschiedene Attacken hat, das ist halt auch voll geil. Komm, wir hauen nochmal den Knirscher raus. Jawoll! Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich sehr effektiv ist. Ich dachte, das wäre nur effektiv, aber... Sehr schön. Dafür haben wir ja Luxra. 150, sehr schön. Passt sich in Leveln sehr gut an. Flammenwurf. Auf jeden Fall. Darauf habe ich echt gewartet. Ach, jetzt muss ich bis 60, 70. Feuerzahn 65. Was hat Flammenwurf? 90. Ja, dann müsste ich eigentlich einen Feuerzahn rausmachen. Weil Unlicht, das brauchen wir auch nochmal. Falls eine Top 4 nochmal Geist- oder Psycho-Pokémons hat, dann können wir den Wundemon nämlich auch nochmal reinpacken. Packen auch dafür dann halt den Feuerzahn weg. Attacken 15, 15, passt. Ich würde sagen, das ist schon mal eine gute Auswahl. Gengar, weiter, weiter, immer weiter. Also wenn man Luxra nicht dabei hat in dem ganzen Pokémon-Game, dann wird es echt kritisch. Weil Luxra hat uns echt manchmal wirklich auf der Patsche geholfen. Auf 55, sehr schön. Ich liebe es. Ich werde dir nun deine Zukunft enthüllen, also spitze mal schön die Lauscher. Oh ne, bitte nicht. Besser ist das. Besser nicht. Will ich nicht hören. TM41. Folterknecht, sehr schön. Boah, wir haben auch noch so viele TMs in der Tasche, ne? Könnte die auch mal ein bisschen aktivieren. Aber ja, ich weiß halt nicht, was noch für Attacken kommen, die die Pokémons erlernen können. Aber trotzdem sind so ein oder andere Attacken natürlich dabei, die übel stark sind. Der Golbat geht mir jetzt schon auf den Sack. Ach, guck mal, Hupfsprung, zack. Weil so viel ist effektiv irgendwie. Aber dafür ist er ja auch sehr weit oben mit den Leveln. Ich glaube, das 59 habe ich vorhin gelesen. Ja, das ist echt schon Hammer. Das ist krass. Oh. Achso, Kraxler müssen wir wieder hoch, natürlich. Aber den Superschutz wollte ich auch nochmal reinpacken. Weil ich habe jetzt echt keinen Bock auf wilde Pokémons. Wir leveln ja eigentlich schon genug bei den Trainern, wenn wir die bekämpfen.
Ja, ich gehe mal hier unten lang. Vogel-Pokémon. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. Galina. Noctu. Auch so selten gesehen, das Pokémon. Ich meine, mit einer Unlichtattacke könnten wir da auch gute Karten mit haben. Oder Funksprung. Oder das. Hey, Hammer. Oh, also ich bin echt froh, dass ich Luke da mitgenommen habe. Er wird bestimmt auch bei der Top 4 rasieren. Bin ich Staraptor? Ah, was war das denn nochmal für ein Pokémon? Staraptor. Ich glaube auch ein Vogel-Pokémon, ja. Puh. Wir kämpfen weiter. Luxtra macht das schon. Ah, okay. So, ist das die Sword? Auch das ist doch Sword, oder? Oh Mann. Naja, egal. Wie, was Notsituation? Was ist da denn los? Was ist mit dir denn? Was passiert hier denn jetzt? Ach du Scheiße, der will mich doch echt hops nehmen jetzt. Beide richtig wenig Leben. Boah, 60, sehr schön. Scheint, als hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sehr, sehr guter Spruch. Muss man echt mal sagen. Oh ja, perfekt. Guter Weg. Hyperheiler. Aber wir brauchen jetzt keinen Hyperheiler. Wir brauchen jetzt erstmal einen Hypertrank. Das ist erstmal das Wichtigste. Oder ein Top-Trank. Ah, Supertrank. Ich glaube, Supertrank können wir auch noch mal ein paar reinsetzen. Dann helfen wir die nämlich auch schon mal ein bisschen weniger. Einer geht noch. Einer geht noch. 187! Yeah! Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ja, ich würde sagen sogar, dass wir jetzt in einer Sackgasse sind. Aber auch in der nächsten Folge genau hier weitermachen. Auf dem Weg zur Siegestraße oder ja, und zur Top 4. Deswegen schaltet auch gerne wieder bei der nächsten Folge ein. Denn ihr wisst Bescheid, täglich jetzt strahlender Diamant-Videos. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne auf den roten Button drücken. Und natürlich dann auch die Glocke aktivieren. Das würde mich natürlich freuen. Wenn dir das Video gefällt, Daumen da lassen. Würde mich natürlich auch mega, mega unterstützen und auch freuen. Bis dahin, wir sehen uns. Habt noch einen angenehmen Abend oder einen Tag. Tschüss mit Ö. Danke fürs Einschalten.